Du sollst an einem Ort beten, an dem du der Gottheit am nächsten bist, die du anrufen möchtest. Wenn ein Gott allein steht, solltest du zu diesem Gott beten. Wenn sie sich zusammenschließen, solltest du zu ihnen allen beten. Wähle deine Worte mit Bedacht, denn alle Götter erwarten, dass man ihnen angemessene Ehrerbietung erweist. Und keiner toleriert Narren. Gibt es keinen anderen Nein. Weg? Keinen. Zu wem soll ich beten? Zu jedem Gott, zu dem du beten I kannst. would pray first to those gods you like best. I hope for your sake the feeling is shared. Ich würde zunächst zu den Göttern beten, die du am liebsten magst. Ich hoffe um deinetwillen, dass sie deine Gefühle erwidern. Um Hilfe zu bitten, ist also der einzige Weg, diese Grube zu durchqueren. Ich habe noch andere What do you Fragen. wish to know? Was möchtest du wissen? Woher wisst ihr, dass ich nach Taos The suche? same way that you are no doubt able to peer into the ether and experience the souls of others. It is something we are born with, some more, some less. A gift common to many creatures of the wilds. Genauso wie du zweifellos in der Lage bist, in den Äther zu blicken und die Seele von anderen zu erfahren. Wir werden damit geboren, manche mehr, manche weniger. Eine Gabe, die viele Geschöpfe der Wildnis gemein ist. You share certain similarities with the man you pursue. For your sake, I pray they are few and of no consequence. Du hast gewisse Ähnlichkeiten mit dem Mann, den du verfolgst. Ich bete um deinetwillen, dass es wenige sind und sie ohne Folgen bleiben. Ihr habt erwähnt, dass viele zu diesen Ulmen kommen, ohne zu wissen, warum. Eine Seele hat einen eigenen Willen. Ihre Bedürfnisse und Launen sind schwer zu ergründen, aber sie folgt ihnen dennoch. There is something about this place that reaches beyond our understanding, something like a beacon. The elms have a way of uniting souls that have been seeking one another, with or without their owner's awareness. Irgendetwas an diesem Ort erstreckt sich über unser Bewusstsein hinaus, wie ein Leuchtfeuer. Die Ulmen verstehen es, Seelen zu vereinen, die einander suchen, ob ihre Besitzer es wissen oder nicht. Sometimes it is for love, sometimes for vengeance, sometimes for peace. Often it is for no reason we will ever know. In your case, let us hope it is for peace. Manchmal aus Liebe, manchmal aus Rache, manchmal aus Frieden, oft aus einem Grund, den wir nicht erfahren werden. Hoffen wir, dass es in deinem Fall um Frieden geht. Or vengeance. Oder Rache. Ich will mehr über euch zwei erfahren. There is little to be said about us, for we are bound here, caretakers and defenders of this place. Our journey has been over time, but not distance, measured in observations, but not experiences. Über uns gibt es wenig zu sagen. Wir sind an diesen Ort gebunden, als Verwalterin und Verteidigerin. Unsere Reise erstreckt sich über die Zeit, nicht über Entfernung. Gemessen in Beobachtungen, nicht Erfahrungen. We have seen the elms grow tall. We have seen cities built, burned and built again. The only constant has been the tower, a silent companion through the ages. You can imagine why this recent destruction has stirred my sister so. Wir haben die Ulmen wachsen sehen. Wir haben gesehen, wie Städte gebaut wurden, niedergebrannt und wieder aufgebaut. Die einzige Konstante war der Turm, ein stummer Gefährte durch die Zeit. Du kannst dir vorstellen, warum diese jüngste Zerstörung meine Schwester so aufgewühlt hat. If you do nothing else, make that man pay for what he did here. Wenn du sonst nicht schaffst, dann sorge zumindest dafür, dass dieser Mann für das, was er hier getan hat, bezahlt. Ich muss wissen, wie ich zu den Göttern beten kann, um ihre Hilfe zu erhalten. We will tell you what we can. Wir sagen dir, was wir können. Um Hilfe zu bitten, ist also der einzige Weg, diese Grube zu durchqueren. Not the only way. Just the only one that doesn't end with your body impaled on jagged rocks. Nicht der einzige Weg, nur der einzige, der nicht damit endet, dass dein Körper auf spitzen Felsen aufgespießt wird. Ja, lebt wohl. Bevor du gehst, sag mir eins, Alte. Ich bin neugierig. Gelingt es dir, deinen Feind zu überwältigen? Was wirst du mit ihm tun? Was würde dir Frieden schenken? Das weiß ich erst, wenn es soweit ist. Ich muss unsere Geschichte verstehen, damit ich sie abschließen kann, mehr nicht. Er muss vernichtet werden. Ich würde ihn das Rad von Leben und Tod zurückkehren lassen, damit er mich nicht länger belästigt. Ich möchte das Leid ungeschehen machen, das er verursacht hat. Ich würde ihn überzeugen, einen besseren Weg einzuschlagen. Ich möchte seine Position, seine Macht für mich haben. Eigentlich möchte ich das Leid ungeschehen machen als Paladin. You would need to have twice as many lifetimes as he to repair his savage work. Man bräuchte doppelt so viele Leben, wie er sie gelebt hat, um sein brutales Werk rückgängig zu machen. Aber vielleicht kannst du kleine Schritte tun. All the same, think on this matter. Be assured in your course. In the end, it may mean all the difference, not just to his soul,
but to yours. Dennoch, denke darüber nach. Sei dir deines Weges sicher. Es könnte den Unterschied ausmachen. Nicht für seine Seele, sondern auch für deine. And be warned. Some questions have answers that can never be learned. And it is those that trouble the soul above all others. Und sei gewarnt, manche Fragen haben Antworten, die man nie ergründen kann. Sie sind die vor allen anderen die Seele belasten. May you find an answer to yours. Mögest du eine Antwort auf deine Frage finden. Flüchtiger Mörder. Ist abgeschlossen. Flüchtiger Mörder. Die Glafantan haben mir berichtet, dass sich die Dämmengarn-Schwestern unter den riesigen Bäumen von Zwillingsulm, dass ich die Schwestern dort finden kann. Die Dämmengarn haben mich nach Tir-Evon geschickt, um dort die Gunst der Götter zu bitten. Ja, und Ruf der Büßer habe ich noch. Tschüss. Tagebuch. Ruf der Büßer. Rat der Sterne. Nehmen wir erstmal Rat der Sterne. Sida und Riven, die Dämmengarn von Ulmkap, haben mir berichtet, dass Taos den Weg von Tir-Evon nach Brave-Eman zerstört hat. Um ihn zu erreichen, muss ich durch die Grube auf Grabinsel steigen. Dazu benötige ich die Hilfe der Götter. Die Dämmengarn-Schwestern erläuterten, dass kein Sterblicher den Abstieg nach Brave-Eman überleben kann. Die Götter können mir sicheres Geleit gewähren. Um ihre Gunst zu gewinnen, muss ich in Tir-Evon zu ihnen beten, wo sie angeblich Zwiesprache mit Sterblichen halten. Ruf der Büßer. Die Dämmengarn-Schwestern von Zwillingsulm wissen, dass Taos über einen unterirdischen Pfad an einen engvitanischen Ort namens Sonne im Schatten geflohen ist und den Zugang hinter sich blockiert hat. Die Schwestern offenbarten mir einen anderen Weg, auf dem ich ihn erreichen kann, vielleicht sogar überholen. Die Grabinsel bietet einen Weg durch die Ruinen eines antiken engvitanischen Gefängnisses, Brave-Eman. Ja, Mann. Der Weg ist gefährlich, doch er ist wohl die schnellste Art, Sonne im Schatten zu erreichen. Denn er beinhaltet einen tiefen Fall. Meine halluzinierten Erinnerungen werden nun immer häufiger. Ich kann sie kaum noch von der wachen Welt unterscheiden. Mir geht die Zeit aus. Ich muss wissen, woran Taos sich aus unserer gemeinsamen Vergangenheit erinnert, damit ich zur Ruhe betten kann, was meine Seele plagt, was es auch ist. Ich habe von Sida und Rinkwin erfahren, dass der Weg nach Sonne im Schatten auf der Grabinsel liegt. Dort gibt es einen alten Hof, der mich zu Taos führen kann. Mhm. Also gut, na, da rein will ich erstmal noch nicht. Deswegen gehen wir jetzt mal nach Altlied. Und ja, ich will auch weder in die Halle der Krieger noch in den blutigen Sand erstmal rein. So, reisen wir nach Altlied. Und ja, ich sollte dann, wenn ich in Altlied fertig bin, erstmal wieder nach Hause. Mich um den Bittsteller kümmern, der dort angekommen ist. Mal gucken. Das ist Altlied. Gielas Schrein, der Mittagsfrost. Der Durchgang von Altlied. Herdlied. Und Galloway Schlund. Sei auf der Hut, Estrabor. Der Kompass der Führung mag vertrauensselig sein. Ich bin es nicht. Wie kann man die Grabinsel erreichen? Der Wächter runzelt die Stirn, betrachtet dich einen Moment lang. Ist es unüblich, dass Estramon dorthin wollen? Sie haben nur wenig Ahnung von ihrer Bedeutung. Jene aber, die Respekt zeigen, jene wird Dorval übersetzen. Sein Boot fährt von den Docks in Altlied ab. Mhm. So, zu welchen Druiden will er jetzt eigentlich wohl? Also hier Varias. We can't stay down here. Someone must go to the nest eventually. Wir können nicht hier unten bleiben. Irgendjemand muss in das Nest gehen. Was haben die beiden denn?
Zwei Waldelfen, ein Mann und eine Frau, tragen bunte Roben, die mit dem gleichen Emblem versehen sind, einem geflügelten Ei. Von ihrer Kleidung abgesehen können sie jedoch unterschiedlicher nicht sein. Sie verschränkt die Arme und blickt ununterbrochen zornig auf die zerstörte Wände um sie herum. Er hingegen murmelt Gebete, sein schattiges Gesicht so ruhig wie ein wolkenloser Himmel. Just how are we supposed to worship the Sky Mother from among the weeds, hm? This is a disgrace. Die Frau fährt ihren Gefährten an. Wie sollen wir die Himmelsmutter von einem Flecken Unkraut aushuldigen, hm? Das ist eine einzige Schande. Calm yourself. We should be grateful that she protected us from the winged terror. Besides, even here we have a visitor. Beruhige dich, wir sollen dankbar sein, dass sie uns vor dem geflügelten Schrecken beschützt hat. Außerdem, er wendet sich dir zu. Selbst hier haben wir Besucher. Ist dies hier der Hylela-Tempel? Sie rollt ihre himmelblauen Augen und stößt ihrem Gefährten mit dem Ellbogen an. Hörst du diesen Unsinn? Relax, Anuin. I'm sure he meant nothing by it. Forgive my consort. She's been rather excitable of late. This is not, as you seem to recognize, our actual temple. It's merely a shrine we've set up after the business with the dragon. Er macht eine beschwingte Geste, entspann dich, Orwell, es war gewiss nicht böse gemeint. Er wendet sich dir zu. Zwei meiner Gefährtin sind in letzter Zeit leicht reizbar. Er ignoriert einen spitzen Blick von Onwen. Wie du offenbar bemerkt hast, ist das nicht unser eigentlicher Tempel. Sehe ich ein Schrein, den wir nach dem Vorfall mit dem Drachen errichtet haben. Excitable? Of course I'm excitable. I'm livid and you should be too, Kosvath. There's a dragon in our goddess's sanctuary. If you'd listened to me in the first place, we could have called on the fangs and sent them after the beast. Sie unterbricht ihn wieder. Reizbar, natürlich bin ich reizbar. Ich bin zornig und das sollst du auch sein, Kastav. Im Heiligtum unserer Göttin haust ein Drache. Wenn du von Anfang an auf mich gehört hättest, hätten wir die Reißzähne rufen und auf das Biest hetzen können. But no, you advised caution. Now word spread that the dragon ate a few of our followers, and anyone willing to slay it wants an Anumphos ransom for the job. Sie wirft die Hände gegen den Himmel und schüttelt den Kopf. Aber nein, du wolltest unbedingt Vorsicht walten lassen. Doch nun heißt es, dass der Drache einige unserer Gläubigen gefressen hat und jeder, der bereit ist, ihn zu töten, verlangt eine üppige Belohnung dafür. I told you, a larger party wouldn't stand a chance. By the time the first half reached the top of the mountain, the second half would still be stuck in the pass. They'd be burned alive. Er seufzt, ich sage doch, eine größere Gruppe hätte keinerlei Aussicht auf Erfolg. Wenn die erste Hälfte den Gipfel erreicht hat, hängt die zweite noch im Pass fest. Sie würden bei lebendigem Leib verbrannt werden. Contrary to Anuin's suggestion, I am in favor of sending someone to kill the dragon. But I suggest a smaller party, and one willing to seek Helia's blessing. Er verschränkt die Arme. Anders als Onwen bin ich der Meinung, wir sollten jemanden losschicken, den Drachen zu töten. Ich rate aber zu einer kleineren Gruppe, einer, die bereit ist, Hyela um ihren Segen zu bitten. Er blickt dich neugierig an. Ihr könntet diesen Drachen erlegen. You could. Onwen betrachtet dich sorgfältig. Das könntest du. What she means is that this is no mere Drake, but a fully grown dragon. And one that has willingly moved into a populated area. You'll want every advantage at your disposal, including the blessing of the Sky Mother herself. I would suggest that you petition her directly at Ter Evron, if you haven't already. Kasav stupst sie an. Was sie sagen will, es ist kein kleiner Jungdrache, sondern ein voll ausgewachsener Drache, der sich willentlich in einem bewohnten Gebiet niedergelassen hat. Du wirst jeden Vorteil brauchen, den du erlangen kannst, darunter auch den Segen der Himmelsmutter selbst. Ich schlage vor, dass du Ter Evron aufsuchst und sie von dort aus um Hilfe bittest, wenn du das nicht bereits getan hast. Sie deutet auf einen Pfad zu ihrer Rechten, der nach Norden und einen Berg hinaufführt. Du musst diesem Pfad folgen, du wirst die Nordlandschaft durchqueren, doch der Weg, den Berg hinaufführt und dort aus weiter. Er liegt neben einem der großen Kreise, welche die Erbauer errichtet haben. Ich möchte dich was anderes fragen, nur zu. Auch die Sprache ist unserer Göttin heilig. Möchtest du noch etwas über etwas anderes sprechen? Ich habe eine Frage zu dem Drachen. Nee, lassen wir das erstmal. Das Nest über den Wolken. Eine Gefahr hat sich in Hylelas Tempel eingenistet und ihre Gläubigen vertrieben. Ich habe die Aufgabe erhalten, diese Gefahr zu bannen. In den Bergen über Zwingsum sucht etwas Dunkles den Hylela-Tempel heim. Man hat mich gebeten, diesem Schrecken ein Ende zu bereiten. Hohepriester Kasraf und Hohepriesterin Onwen haben mir vor dem Drachen berichtet und vorgeschlagen, ich soll Hyela selbst um Rat bitten. Möglicherweise kann ich in Ter Evron im Bezirk Umkamp mit der Göttin Zwiesprache halten.
Ein dunkler Weg wird von massiven Eisenstangen versperrt. Sie bewegen sich keinen Millimeter und es scheint auch keinen Mechanismus zu geben, um sie von außen hochzuziehen. Ja, aber jetzt ist es erstmal wieder Zeit zu speichern. Das wäre Let's Play 30. Speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.